ist bestimmt noch drin. Wenjing Su Yun Kong Han. Und jetzt geht's, liebe Zuschauer, natürlich wieder in Richtung nicht 70, sondern eventuell in Richtung 75, 76, 77 Punkte. Kann durchaus sein. Ja. Obwohl sie so Schwierigkeiten hat mit den Dreifachen, packt sie es dann doch immer, wenn es drauf ankommt. Hammer. Hammer, ja. Hammer, Hammer Programm dieses chinesischen Paares. Das moderne China im Eiskunstlaufen. Ja. Ein Wahnsinnsding von Eddie Lewis, dieser Blues. Also so toll interpretiert, das ist gewaltig. Das, ja. das ist ganz großer Eiskunstlaufsport, liebe Zuschauer. Das ist Paarlauf in reiner, in Bestform. Ja. Das ist sensationell. Und da wird auch die nächste Schallmauer fallen, denn die 80. Die 80, ja, genau. Die müssen, während ich das alles beobachtet habe, dachte ich mir, die müssen doch 5, 6 Punkte mehr bekommen als die Kollegen mit der Schleichfahrt. Unbedingt. Ja, ja. Ah, das ist ja unglaublich gewesen. Und was mich so verwundert ist, Henrik, es sind ja immer die gleichen Trainer bei den Chinesen. Und da zaubert Hongbo Zhao jetzt plötzlich so ein Ding raus. Aber die Choreografie macht die Laurie Mikkel. Ja, ja. Also muss man auch sagen. Ja, und es sind einfach, man braucht einfach Typen. Man kann nicht aus einem x-beliebigen Eiskunstläufer so ein fantastisches Paar zaubern. Da kommt alles dazu. Genau. Da kommt der freche Haarschnitt dazu. Ja. Bei ihm, wahrscheinlich der gleiche Friseur, der so schräg schneidet. Ich fand's toll. Ja. Also das war doch mit Abstand beste Kurzprogramm bis jetzt, liebe Zuschauer. Und da wehren sich einige Paare, die hinten noch kommen. Auch Aljona Savchenko, Bruno Massot.
auch die werden sich strecken müssen gegen diese Vorstellung. Ja. Und was mich auch begeistert hat, war zum Beispiel die Vorbereitung auf den Twist, diese Leichtigkeit. Ja, ja. Das kam plötzlich, unverhofft. Ja. Und dann flog sie durch die Luft. Hong Bo-Zhao, der Kreativdirektor vielleicht der ganzen Truppe. Ja. Boah, das war toll. Phänomenal. Daumen hoch, wir schließen uns an. 81. Sagst du? Mhm. Ich sag 82. Na gut. Ich bin ein fairer Verlierer. Stark. Wahnsinn. Also. Gewaltig. Boah.